Unsere Mobilitätsdaten sind gleichzeitig Treibstoff und Schmiermittel für unsere Zukunftsmobilität. Wir brauchen die Daten, um Mobilität nachhaltiger zu gestalten, auch um unsere Klimaziele oder vor allem um unsere Klimaziele zu erreichen. Sie wird dadurch nahtloser, effizienter und effektiver und letztlich auch für uns Nutzer bequemer und hoffentlich auch freudvoller. Unsere Mobilität der Zukunft wird mehr Alternativen haben, mehr Vielfalt. Sie wird planbar sein. Wir werden weniger Zwangsmobilität haben, sondern die Wahlfreiheit, ob und mit was wir unterwegs sein wollen. Auf jeden Fall wird sie nachhaltiger und nahtloser werden. Und letztendlich wird sie automatisiert. Das heißt, sie wird uns am Lenkrad als Schwachstelle im System ersetzen. Ohne autonomes Fahren wird Mobilität für uns in Zukunft beschränkt bleiben und limitiert. Wir kommen nicht darum herum, uns Menschen unser geliebtes Lenkrad wegzunehmen. Nicht komplett, aber für die meisten Fälle. Ich glaube, für eine nachhaltigere Mobilität in der Automobilindustrie braucht es ein Umdenken. Weg vom Besitz des eigenen Fahrzeuges hin zum Zugang. Zum Zugang zur Mobilität. Wir brauchen zirkuläre Kreisläufe mit weniger Input-Fußabdruck schon bei der Produktion. Ja, ich habe das Stichwort Feinmobilität. Die richtigen Mittel in der richtigen Größe, Abmessung, Leistung und so weiter für meinen jeweiligen Bedarf. Das heißt, wir brauchen endlich auch wieder kleinere Fahrzeuge, damit wir den gesamten Markt abdecken und so insgesamt nachhaltiger werden.